Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir machen endlich mal so nach roundabout 3 Wochen weiter mit der nächsten Folge für OMSI. Überhaupt war jetzt eine längere Pause auf meinem Kanal. Wieso, weshalb, warum? Werde ich euch gleich mal ein wenig was zu sagen können. Und wir fahren heute einen Wunsch ab, der jetzt schon seit einem Monat bei mir im Postfach liegt. Kommt Eve. Er würde gerne sehen, dass ich auf der Map Arlheim und Laurensbach eine kleine Tour fahre mit der Linie 21, einem Mercedes-Benz Facelift, bei realem Wetter, und wir fahren von der Friesenstraße zur Eichenhöhe. So, Fahrplan, den habe ich auch angenommen. Wir hören im Hintergrund, dass ein Bus hier fährt. Und zwar den Kollegen, den wir jetzt gleich ablösen werden. Ja, da musst du mal eben warten. Weil ich möchte gerne die Werbung zeigen. Danke. So, hier. Deklaton. Mannschaftsbus. Hochweidentor. Ja, das ist unser kleines Vehikel. Oh, der da hinten ist scheiße laut. Ja, also. Der knallt schon mal ganz gut rein. So, was mich jetzt gerade wundert, ist so ein wenig der Linienweg, den ihr auch seht. Da scheint irgendwo was nicht so genau zu stimmen. Aber das interessiert mich jetzt relativ wenig. Wir machen einfach mal unser Karren startklar. Weil wir fahren ja nicht links herum, wir fahren ja vorne gleich rechts herum. Nee, ganz klar, nicht rechts herum, sondern links herum. Die Uhr werden wir gleich auch noch ein wenig vorstellen. Wir raten mal Route 2. Eichenhöhe, das sieht gut aus. Ja, genau da wollen wir hin. Wunderbar, das passt doch schon mal. So, dann legen wir schon mal den Gang ein. Lösen die Feststellbremse und rollen mal einfach runter. Wir brauchen ja kein Gas geben. Weil wofür auch? Denn wir sind ja direkt an der Haltestelle. Wow, wow, wow. Da ging schon mal gut ab. So, lief Lü, dann kütt mal her. Damit wir eine Runde fahren können. Hallo, hallo. So, wir haben noch. Ja. 7 Minuten, wir machen, wollen wir mal, komm, 6 Minuten die Uhr vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kein Loading AI, das ist wunderbar. Will noch mal jemand mit hier? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Anscheinend will keiner mehr mit, okay. Ja doch, gut, der Linienweg, der wird stimmen, denn das ist wahrscheinlich, wenn der Bus aus der anderen Richtung kommt, fährt er ja diese Schleife. Na gut, dann sollte es eigentlich passen, aber warum der mir den anzeigt, das verstehe ich nicht. Ich habe ja doch den richtigen Fahrplan ausgewählt, ne? Nein, habe ich nämlich nicht. Eichenhöhe. Nein, wir wollen ja genau andersrum fahren. Wisst ihr, lange nicht mehr OMSI gefahren und schon baust du hier einen Fehler nach dem anderen. Nehmen wir uns einfach schnell einen neuen Fahrplan. Fahren wir nicht um 14.10 Uhr. Fahren wir um 14.57 Uhr. Stellen wir die Uhr jetzt einfach nochmal ein wenig vor. So, komm her. Machen wir hier 14.56 Uhr raus. Dann passt das. Guck mal, Abfahrt. Will keiner mehr mit. Und dann wollen wir noch mal.
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine kleine Auszeit von YouTube genommen. Ich brauchte ja auf eine Art erstmal eine Pause. Noch im Kirche. Ja, und dann war es dann eben halt so, als ich eigentlich wieder gewollte, ne? Wir haben ja so eine kleine Mini-OP mit in den Zeitplan. Außerplanmäßig natürlich. Ja, und dann ging natürlich erstmal nichts. Da konntest du dann nicht mehr sagen, okay, ich mach was für YouTube. Wenn die OP war am Fuß und dann funktioniert das nicht. Dann kannst du ja nicht mal Gas geben. Und daher ist dann ein wenig. Hallo. Ah, hallo. Ein wenig nichts gekommen. Ein wenig nichts gekommen. Gibt's das überhaupt? Ein Ticket. Ein Ticket möchte ich haben. Aber zahl doch nicht mit dem 20er. 260. Jetzt sind wir auf 3, 5, 7, 9, 11. Keine Ahnung, was ich da gerade auszahle. Machen wir es so. Ja, ich meine, wenn du am C operiert wirst, geht ja nicht, ne? Wie willst du denn da Gas geben? Von Egenstraße, Niederrheinbahn, Bahnhof Nochem. Guck mal, so ein bisschen dunkel, ne? Ja, und jetzt haben wir mittlerweile nächsten Montag, wo ich das jetzt für euch aufnehme. Muss gucken, dass ich noch ein bisschen überhaupt was aufgenommen bekomme heute. Denn nächste Woche ist der Zeitplan dann auch schon wieder relativ sehr, sehr knapp. Ja, den Dienstag bin ich ganz normal arbeiten. Und dann werde ich wieder von Mittwoch bis Freitag in Herne sein. Dann habe ich nämlich meine nächste Fortbildung. Ja, und dann kommt ja wie immer noch die Familie, ne? Na, ihr kennt das Spiel ja. Familie, Beruf, YouTube, hallo. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein möchte ich gerne haben. 260 macht das für dich. Zack, 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 bitteschön. Da war einer zu viel, ne? Danke. Den holen wir uns dann wieder. Hier knallt die Sonne uns ein wenig ins Gesicht. Rosenthal, Sitt, Niederrheinbahn. So, das haben wir dann geschafft. Schön. Dann wollen wir mal ein bisschen aufs Gas treten. Also, richtig ungewohnt, wenn du wochenlang nichts mehr gemacht hast. Ja, überhaupt nichts gespielt. Der PC war quasi aus. Der ging vielleicht mal an, wenn du irgendwas erledigen musstest. Aber ansonsten. Keine Lust, kein Interesse. Das hatte ich aber beim Livestream vom Nick ja auch gesagt gehabt. Beim Nick war es ja jetzt genauso. Hat auch 3 Wochen nichts gemacht. Ja, und so ist das dann halt teilweise. Guten Tag. Taschen.
Ja, man muss ja immer noch bedenken, YouTube ist ein Hobby. Wir leben nicht von YouTube. Grafenberger Straße, Stadtgartenbahn. Ich meine, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, ich sag mal, weil wenn wir von YouTube leben würden, dann wird das mit der ganzen Produktion und den Livestreams auch ganz anders aussehen. Du willst auch noch mit? Nee. Geh wieder zu. Na, weil dann bist du halt zu Hause. Weil du dann ja von zu Hause aus das Geld verdienst, dann hast du auch die Zeit dafür. Holstenkamp, Schloss. Außer du bist jetzt vielleicht irgendwie bei irgendwelchen Promoterminen, Werbeverträge abschließen und so. Ja, dann sieht die Geschichte natürlich anders aus. Aber sind wir realistisch? Da kommen wir nicht hin. Ja, also, es ist irgendwo Wunsch, es kann, muss man nicht leugnen. Aber wenn man sich das alles realistisch betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit so klein, also so gering, was zu erreichen. Daher mache ich mir daher keine Hoffnung. Gerade hier mit Let's Plays, da kommst du jetzt nicht so weit mit. Wenn du anderen Content bringst, ne? Wie, über dich selber und so. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, will man das Außenstehende sehen, wie man lebt? Dirschauer Straße. So, was man sich aufgebaut hat. Will man das sehen? Will man das preisgeben? Sag mal, dass ihr das sehen wollt, wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, aber... Ne, dann kommt halt die Frage, will man das auch frei... Da komm ich doch rüber. Will man das preisgeben? Ne, nicht unbedingt. Ne, ist auch irgendwo der Schutz der Familie. Schutz der Privatsphäre. Aussteigen wollte keiner, ne? Nein. Bei manch anderen großen YouTubern sieht man das ja, wo ja auch die Familie mit involviert ist. Na, du hast nämlich eben halt solche Idioten, die fangen an, dich zu stalken. Belästigen dich. Schlimmer noch, die belästigen deine Familie. Also, und das war dann Feierabend. Es geht nicht. Ja, ich meine, irgendwann muss ja auch mal eine Linie gezogen werden. Da
Weil mir die Linie da sehr nah eigentlich ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Sowas in geraumer Zukunft mal zu machen. Eben die Schrift da oben wegmachen. Bernauer Platz. Der Bernauer Platz. Ja. Natürlich kriege ich jetzt rot. Alheim, Hauptbahnhof. Hätte ja pünktlich sein können. Hätte Fahrradkette, Ritsch, Ratsch, Dingens ab, ne? Jojo, lass. Zu all den Themen, ich meine zu all den Sachen, die ich jetzt gerade so ein wenig erläutert habe, könnt ihr mal gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ne, ihr dürft euch da wohl richtig austoben. Ich lese ja eh jeden einzelnen Kommentar durch. Antworte auch. Nicht immer. Kommen Sie, danke. Aber in der Regel gibt es eine Antwort. Die produzieren am Massenstau. Ein paar Mal schon rum und jetzt hier rein. Tageskarte, 6,60 €. 1, 2, 3, 4. Gut gemeint, aber das ist zu viel, Rückgeld. So also. Viele Groschen bekomme ich ja gar nicht mit. Ne? Ah, was für ein Pech aber auch. Mann, ist das laut. Ja, erst wenn ich höre, dass ich dann 1 € zu viel kriege, dann nimmst du 2 € weg, ja, gibst du dann 1 € wieder und dann sagt er, ey, so viele Groschen. Ja, dann zahl doch nicht mehr mit 20er, meine Fresse. Du, das ist der Kollege mit dem Sparkassenbus. Der steht mit seinem LKW jetzt natürlich ganz bescheiden hier. Je nachdem, wer hier jetzt grün kriegt, ne?
Ja, und wir stehen hier, ne? Ja, gut. Okay, wir dürfen dann auch mal fahren. Frankenstraße. Das war eng. Aber wir bleiben hier auf der Abbiegerspur. Wie die Hölle los hier gerade? Innenstadtbereich? Na, no, Mama, nur nochmal. Standlicht an. Passt das auch. Okay, wir hätten rüber hier muss, definitiv. Kommen aber auch rüber, das ist gut. So, dann geht das schon weiter. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Bleib, wo du bist. Hauptstraße. Rechts mit seinem LKW echt verdammt laut, ne? Bergstraße, Curry. So. Ja, Minute haben wir Verspätung, aber da kann man ja gut mit leben. Weil Minute, was ist eine Minute, ne? Sonnenfeld.
So, jetzt haben wir da einen Kollegen stehen. Der jetzt aber auch wieder weiterfährt, das ist schon mal wenigstens etwas. So. Guten Tag. Na schön. Eine Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke 1,60. Bitte schön und tschüss. Rudolfstraße, Rathaus. Ja, allzu weit dürfte es jetzt auch gar nicht mehr sein. Ne, wir sind ja schon gut unterwegs. So. Ja, was willst du sagen, ne? Hochstraße, Pressehaus. Ein wenig unterirdisch. Ja, die nächste 19 kommt in 3 Minuten schon. Minuten. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier ganz schnell wieder wegkommen. Kronprinzenstraße. Wollen den Kollegen ja nicht den Weg versperren, ne? Gut, aber mit der roten Ampel ist es gut möglich, dass er jetzt gleich direkt hinter uns steht. Ja, dann ist es eben halt so, dass es halt dann verkehrsbedingt.
Was gut, was los auf der Linie hier? Am Graben. So. Ein bisschen ausholen. Am Ringofen. Halten wir uns links. Unglaublich. Ja, das war natürlich jetzt mal wieder Premium-Klasse von der KI. Mal gucken, kommt man da irgendwie noch durch? Wenn ich jetzt noch früher einlenke. Okay, so geht's dann noch. Das ist ja eng hier, ne? Ach, die hätte ich da rauslassen müssen. Egal. So, hier wird es direkt grün, das ist gut. Hier ist gerade so mitten in der Pampa. Gotthardstraße. Das war schon eine gemeine Ecke. Der ist doch ziemlich da lang gebrettert, ne? Also der war jetzt nicht gerade langsam unterwegs. So, jetzt wollen sie erstmal alle aussteigen wahrscheinlich. Nö, ja, hält sich ja in Grenzen.
mal, und jetzt kommt die Eichenhöhe. Das heißt, wir sind am Ziel. Eichenhöhe. Fahrt endet dort. So, mitten im Nirgendwo. Geht der andere Kollege bitte 21. So, wir sind angekommen. Wunderbar. So muss es sein, so muss es sein. Ja, wir hätten jetzt 43 Minuten Pause hier an dieser Stelle. Ja gut, es ist Feiertag, ne? Irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht mal, was für einen Tag wir hier haben. So, Feststellbremse rein. Wir schließen die Türe. Und mal hier aus unserem Bus Nuss. Fährst du ab oder fährst du nicht ab? Keine Anstalten, ne? Keine Anstalten, dass du abfährst, okay. Ja, okay, das sollte an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen in nördliche Richtung da. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich würde sagen, an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Omni 2, der Omnibus-Simulator. Mit eurem Andi. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.